Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich die Puppe ernsthaft besiegen muss. Wüsste zumindest nicht wie. Vor allem hier reagiert halt gar nichts. Es muss irgendwie langsamer gehen, da muss es irgendwo einen Trick geben. Da muss es irgendwie einen Trick geben, wie wir die Zeit quasi für uns verlangsamen können. Genug drin. Ich bin. Er getippt irgendwie mit den Erdnüssen oder so, aber. Diese Erdnüsse lassen nicht, dass ich aber diese. Das Problem ist halt, wir kommen da unten ja nicht ins Inventar. Fürchte ich. Oder ist so. Tja, an der Trainingspuppe können wir halt auch nichts manipulieren. Das bringt uns also alles nicht nach vorne. Im Hafen sind wir irgendwie falsch. Ich will in die Gasse. Mal das Klopfzeichen ausprobieren. Ich sollte Baby Goal erst Bescheid sagen, dass wir jetzt Widerstandskämpfer sind. Junge, die wird. Super. Meine Ideen neigen sich dem Ende. Wobei ich sagen muss, wir sind ja auf verrückte Weise weitergekommen bislang. In den Hafen bringt uns nichts. Bellevue. Haben wir denn irgendwas, was gut riecht? Vielleicht ein Tigerfisch? Nein, offensichtlich nicht. Können wir den Zucker? Warum steht eigentlich in Kneipen nie was Nützliches auf dem Tisch? Wie Cayennepfeffer oder Rattengift? Kurbel? Vogelhaus, Karte, Nest, Hake, Baum. Ei. Wer benutzt denn da einen Spaten zum Harken? Ach, seht nur, Kinder, es ist Glatzmatz, der Gartentroll. Glatzmatz, Glatzmatz, hässlich wie die Nacht. Na super. Wer benutzt denn da einen? Ach, es ist Glatz. Okay. Ja, vielleicht gehen wir mal zum Apotheker. Ich würde gerne was kaufen. Ich würde gerne was kaufen. Oh, das ist gut. Das ist sehr gut. Was soll's denn sein? Noch so eine Gurke, noch bitte. Noch so eine Gurke, bitte. Das geht nicht. Zum einen schon. Wurde die Zucht wegen einiger Vorfälle angestellt. Lähmung, Hautreizung, spontane Genmutation. Zum anderen gibt es nur ein Exemplar pro Kunde. Mist, die war nämlich echt gut. Für mich erstmal gar nichts. Jeder das. Warte mal, was ist denn das? Haha. Kuckuck. Verschwinde. Wir okay, sehen das uns. Nicht. Sprich nur für dich. Zum Marktplatz. Docs Werkstatt. Ach ja, ach ja, ach ja, ach ja, ach ja. Gehen wir mal rein. Bei dem Docs die Dias zeigen können? Wir haben ein Problem. Argus will Deponia entvölkern, wenn Cletus es nicht schafft, die Aufstiegscodes zurückzuerlangen. Aber wenn er sie zurückerlangt,
wird doch sogar der ganze Planet gesprengt. Ich sag ja, wir haben ein Problem. Am besten, wir verlassen uns hierbei ganz auf die Bastler-Methode. Wir sammeln wahllos Gegenstände und probieren alles mit allem zu kombinieren? Wir lösen ein Problem nach dem anderen. Meinte ich ja. Okay. Bald kann ich einen Zoo aufmachen. Oh Junge, ich kann es kaum erwarten. Das versuche ich erst gar nicht. Komm schon. Meine Sachen riechen schon genug. Wofür könnten wir den Tigerfisch brauchen? Das muss nicht gekühlt, auch wenn er schon lang... Ein wenig mehr Power kann hier bestimmt nicht schaden. Spiel nicht an den wenn du nicht ab... Mecker, mecker, meck... Mit den Verzweiflungstaten dann wirkt... Okay, also es fällt alles aus. Was können wir denn hier machen? Das kann doch nicht sein, dass wir... Tigerfisch, einen Farbeimer... Okay. Voila, ein Zebrafisch. Okay. Und damit wieder zum Angler, würde ich meinen. Wäre jetzt so meine naive Idee. Oder? Wie wäre es mit einem weiteren kleinen Tauschgeschäft unter Anglerkollegen? Du hast schon den Tigerfisch. Die Stille des Ortes und gefühlte Stunden meines Lebens genommen. Was willst du denn noch? Hast du Bargeld dabei? Verzieh dich. Wie wäre es mit... Du und was... Hast du Bargeld? Verzieh... Voila, ein Zebrafisch. Au! Oh! Aua! Okay. Ich muss über... Hey, hier hab... Für den Zebrafisch irgendwie ihm andrehen können? Es tut mir... Wir akten. So steht es... Verdammt! Okay... Wer? Wo? Wer? Wer? Das fällt aus. Verdammt, das ist gar nicht so einfach. Der Hauptgewinn ist eine Oh Junge, so eine wollte ich schon immer haben. Okay, fällt auch aus. Wer? Wo? Ich würde ja naiv sein, wir müssen den kaputt machen, aber... Vermutlich liege ich da voll falsch, weil das ist halt so. Au! Verdammt, das ist gar nicht so... Okay. Es tut mir... Wir akzeptieren... So steht... Verdammt! Mhm. Ich würde diesen Schredder ja schon, aber nicht mit mal zu dumm, das aber so ist. Okay, fällt auch aus. Ach, das ist doch längst... Jetzt bin ich aber mal gespannt. Nein, das bringt's doch nicht. Au! Oh. Mist. Hm.
Okay. Da sehe ich jetzt gerade akut nicht die Möglichkeit, irgendwas zu tun. Den habe ich schön über den Tisch gezogen. Wo ist denn? Klein Venedig, vielleicht können wir ihr irgendwas andrehen. Zebrafisch vielleicht? Vielleicht freut sie sich über sowas. Hey Donna, ich hätte da was für dich. Ich sagte, hätte, Konjunktiv. Oh je. Fangen wir mal weg. Okay, das bringt uns alles irgendwie nicht weiter. Also hier ist irgendwie auch Essig. Zum Waffenladen. Hat sich hier irgendwas getan? Ich will die beiden nicht stören. Moment mal. Hallo, rufen? Okay, das hatten wir auch schon. Ja. Und so. Verdammt, das muss doch irgendwie gehen. So. Gehen wir mal in die Spelunke. Viele Möglichkeiten haben wir jetzt bald nicht mehr. Keine Musik. Finde ich gut. Kennst du jemanden, der sich mit sowas hier auskennt? Das ist dann wohl ein Fall für den Angler. Vorne an den Docks. Ich meinte eigentlich... Na dann. Okay, fällt auch aus. War Galef die Dinger zeigen sollen, aber das bringt's auch nicht, ne? Das zeige ich ihm lieb. Am Ende will er noch, dass ich meine Beute mit ihm teile. Oh je. Was kann man denn mit einem blöden Zebrafisch machen? Das habe ich mir bereits geangelt. In den Eimer. Das kann ich auch ohne Eimer. Ich mag das. Wofür brauchen wir diesen blöden Eimer? Wofür brauchen wir diese doofe Antenne? Ist das eigentlich irgendwie nur Tinnef? Wenn wir mit rumschleppen? Verdammt. Doch nur eins. Eimer voller Köder. Hakenglas. Ich sehe jetzt hier auch nichts, wo man es reinwerfen könnte oder so. So, der Gadget Shop hat, glaube ich, für uns auch weitestgehend ausgedient. Ich fürchte ja schon irgendwie, dass es hier einfach darum geht zu gewinnen. Ich meine, das... Aber das kann ich mir nicht vorstellen. So, jetzt gibt es hier irgendwo unten eine Schaltfläche, die ich nicht sehe, weil es ein Fenstermodus ist. Wobei, das kann ich mir nicht vorstellen. Alles blöd! Vielleicht muss man auch einfach warten, bis es vorbei ist. Was bedeuten diese ganzen Symbole da oben links? Ein.
Genug trainiert. Ich bin eh gut in Form. Das bringt uns alles nicht weiter. Das ist doch blöd. Mein kleiner Poldi ist krank. Er braucht dringend verschreibungspflichtige Medikamente, die sich auch zur biologischen Kriegsführung eignen. Darf ich mal tasten? Oh je, das sieht tatsächlich nicht gut aus. Ich muss Ihren Poldi umgehend in Quarantäne stecken und die Seuchenschutzbehörde alarmieren. Kommt ja gar nicht in Frage. Poldi bleibt bei mir. Schmarrn.